gehabt. Das Problem ist halt, meine Grafikkarte ist gestern die ganze Zeit auf 80 Grad gewesen, ey. Na. Sorry, Dups kaputt, alle Blasen weg. Dups hat Probleme mit Gas. Keine Blase mehr. Ja, wir haben alle Probleme mit Gas gerade. Viele der Meinung sind, wir sollen das sparen, aber alle Speicher sind voll. Wie kriege ich jetzt die Blasen wieder an? Ich muss da, glaube ich, ich muss da bestimmt irgendwie die Blasen dann machen, aber wie? Ja, aber hätte eigentlich trotzdem nicht passieren dürfen. Ja. Bei dem Spiel hätte das trotzdem nicht passieren dürfen. Und ich habe ja auch bei anderen halt auch, ich habe ja im Internet geguckt, ne, was die anderen so probiert haben und eingestellt haben und so. Und da hat auch irgendjemand geschrieben, ja, ich habe das Spiel jetzt auf 30 FPS ausprobiert oder auf 120 oder auf 300 FPS. Spielt keine Rolle, die GPU ist immer bei 100%. Dachte ich mir. Okay, dann kann das ja nicht die Lösung sein. Aber dann habe ich selber so ein bisschen rumprobiert dann gestern Abend noch. Beziehungsweise heute Morgen. Und hab dann festgestellt, ja, aber also bei mir funktioniert das, wenn ich das Spiel auf 60 FPS begrenze. Ja, also ich komme jetzt hier bei dem Spiel irgendwie nicht mehr weiter. Ich weiß nicht warum. Oder was ich hier machen soll, aber also ich sag's jetzt mal offiziell, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt noch hin muss, was ich machen muss, wo ich die nächste Fähigkeit kriege, damit ich in den nächsten Level komme. Also ich bin gerade hier so völlig am Ende von dem Spiel. Nee, ich weiß ja nicht wie. Du bist ja witzig. Hast du das Labyrinth schon durch? Ja, wenn du mir die Lösung dafür das Labyrinth gibst, ja, kann ich das so gerne durchspielen. Kein Problem. So, was haben wir denn gekriegt jetzt? Super Kracher oder was? Erhalte einen mächtigeren Kumpelkracher. Ich war doch schon in jedem Raum, Rex. Ich war doch schon in jedem verschissenen Raum, war ich schon drin und ich habe alles ausprobiert. Krieg halt einfach diese Fähigkeit nicht, dass ich da mit der Zunge mich an diesen Dingern da ranziehen kann. Das einfach nicht. Ja, diese Dranzieh-Ding da oben. Der zweite von oben. Das fehlt mir. Ohne dem komme ich nicht weiter. Und ich habe mit der Schlange hier gesprochen, ich habe mit der Schlange draußen im Archiv gesprochen, ich habe mit der Schlange im Hub gesprochen, ich habe mit der Schlange in diesem Tropico gesprochen und die bringt mir keine neuen Tricks bei. Es sei denn, irgendwo ist noch eine versteckte Lange oder so.
Aber die bringt mir gerade keine neuen. Keine neuen Tricks mehr bei. Können die so runter? Aha. Funktioniert der Player jetzt wieder, Mike? Sehr schön. Ich weiß nicht, ob du es vorhin mitgekriegt hast, aber ich erzähle das gerne noch mal zum vierten Mal. Ich habe mir jetzt mal Runaway gegönnt, ne? Diese Point-and-Click, was du vorgeschlagen hast. Gibt es gerade bei Steam. 1 bis 3 für 5 Euro habe ich mir mal gegönnt für dich, ne? Das hast du gehört. Naja, ich hätte schon so erwartet, dass du vielleicht schreibst sowas wie cool oder geil. Freue ich mich drauf. Aber dass gar nichts kommt. Da muss ich wohl dann leider sagen, das war dann wohl das erste und letzte Mal, dass ich das gemacht habe. Nee, wann denn? Gerne gucken, aber nö. Ein Furzgeräusch. So, was sagt denn Chat hier? Was hast du denn heute geschrieben alles? So. Bist du DC bei Ebon wegen einem Link von YouTube weg? Was meinst du? Ich habe jetzt nochmal geguckt hier. Nö, also in den Chat steht nicht drin, dass du da irgendwas geschrieben hast wegen Underway. Tut mir leid. Also wenn du da wirklich geschrieben hast, kam es bei mir jedenfalls nicht an. Genau, habe ich gesucht, wann das jeweils rauskam, damit ich auch die richtige Reihenfolge dann spielen kann. Bist du DC bei Ape On? Schreib doch privat oder so. Also, ich mache selber auch einen Discord-Server, Rex. Dann brauchst du nicht bei Ape zu spammen. Dann schreibst du bei mir rein. Guckst du da? Weil der Ape hat ja jetzt nichts damit zu tun, oder? Warum willst du das denn beim Ape reinmachen? Hast du Runaway, dann Turtle, dann Beach oder so. Ja, ich gehe auf jeden Fall nach den Jahreszahlen. Okay.
Ach Mensch, wo haben wir denn Discord, wa? Mensch. Das ist erlaubt. Mal kurz, ob er da irgendwo die Fähigkeit kriegt, aber. Was ist er denn? Oh lol. Aber dann kriege ich doch trotzdem nicht die Fähigkeit, oder? Also erstmal danke fürs Video, aber. Aber dann kriege ich ja bloß die Page, oder? Wo falsch abgebogen hat? Komme ich denn jetzt nochmal zu diesem Dings? Nee, ist ja richtig. Dankeschön, wie gesagt. Alles cool. Aber ich glaube, er ist halt schon viel, viel weiter, weil wenn ich nämlich nach diesem Planschbecken, wenn ich das jetzt mal gucke, dann hat er auch schon Fähigkeiten, die. Welche Fähigkeit hat denn der? Ja, die zweite von links, von rechts oben. Also hier von wegen Gegenstände ziehen oder so. Das heißt, die Zunge muss er ja schon vorher irgendwo gekriegt haben. Fuck, wo ist das? Ach, das war unten im Wasser, ne? Ja, ich suche mich jetzt dumm und dämlich, ey. Völlig falsch. Ja, völlig falsch. Möchte keiner den Level 27er Spectre haben? Ah, doch, Mädchen möchte den haben. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich gucke gleich selber noch mal im Internet. Das kann ja nicht sein, dass ich den Skill nicht kriege, ey.
Ja. Na. Wow, du hast Blasen gemacht. Ach so, mein Gott. Danke, Exe. Jetzt alles funktionieren, aber Zeug hat komischen Geschmack in Tobs Mund gemacht. Da war ein Stück Holz oder was? Ja, ich rieche zwar die Page hier, aber unten. Ich ja trotzdem nicht weiter. Ninja, hast du The Hunter auf Xbox? Guckst du das eigentlich, der Hunter? Hab dich gestern Abend vermisst. Aber vielleicht dachte ich mir, vielleicht guckt sie sich das Spiel ja auch gar nicht an. Weil sie das nicht möchte. So, hier brauchen wir noch 6 Pages, 12 Federn und 2 Geister. Du bist eingeschlafen. Ja, nice. Okay, machen wir kurz Musik an, so lange. Kann nicht sein, dass man im Internet gucken muss, ja, wo man die Sachen kriegt. The fuck, man. Piratenschütze? Nee. Krieg immer nur irgendwelche Tipps von wegen alle Fundorte aller Energiestecker oder Gesundheitsstecker oder Schatzdinger, aber. Wenn ich das euch suche. Aber wie heißt das nochmal? Moves. Tricks.
Oh, kurz was gucken gehen. Das kann doch nicht sein. Ja, warte mal kurz, ich guck noch mal schnell hier rein. Der sagt ja, hier ist Level 3, ne? Und angeblich bräuchte ich dafür nur diesen Wasserwalk. Den komisch finde. Also muss er diese Zunge ranziehen, da für irgendwas anderes sein. Also angeblich brauche ich eigentlich nur das, um in den nächsten Level zu kommen. Oh, hier haben wir nochmal einen Shortcut oder was? Den habe ich schon gemacht, okay. Ja, so ein Gott, was tut er? Wir gucken mal kurz weiter. Aber es könnte es vielleicht schon sein, ne? Mit den Kürbissen da. Ich gucke noch mal ganz kurz weiter. Ja, warte mal, Rex, ich guck gerade noch. Scheint ja das Einzige zu sein hier, oder? Das wurde, glaube ich, noch nicht geguckt. Ja, verpiss dich. Da darf man auch nicht ran. Sieht das gut aus? Ja, es sieht gut aus. Okay. 4 und 5 ist da oben dann. Alles klar. Wir haben's. Ihr braucht 7 von uns PGs, um diese Welt freizuschalten. Möchtet ihr den Trauerlabyrinth-Sumpf freischalten? Labyrinth? Echt jetzt? Rex, wir haben es geschafft. Juhu. Nicht vergessen, ihr könnt diese Welt erweitern, sobald ihr 8 Pages gefunden habt. Setzt euch einfach auf den Großwetterschalter, wenn ihr bereit seid. Wir vergessen es nicht, Goldchen. Mehr Szenerie, mehr nervige Charaktere, die Hilfe brauchen.
Ihr braucht 8 von uns Pages, um diese Welt zu erweitern. Möchtet ihr? Komm, machen wir gleich, oder? Nicht klickern, sondern was? Fünf Farben pro. Ja, das ganze Spiel ist ganz schön Farben pro, oder? Es geht weiter. Yes. Sehr schön. Eigentlich wieder was zu tun. Echse nutzen Pages, um Welt toller zu machen. Weitere Herausforderungen warten. Zeigen mir zwar immer was Neues, aber ist ja nicht mal was Altes. Die sehen auch alle gleich aus. Also, ne, okay, die sehen nicht gleich aus, aber die KI und das Verhalten sieht es immer gleich. Ja, mach das. Vielleicht kriegst du ja wieder einen Auftrag. Aber vielleicht guck trotzdem mal im Internet, ob du vielleicht eine Möglichkeit findest, dass du da nicht so viele Verbindungsabbrüche oder sowas bekommst. Vielleicht gibt es ja da irgendeinen Trick oder irgendeine Einstellung, die du vielleicht machen kannst. Hallöchen, Herr oder Frau Kürbis. Wir suchen nach Pages. Haben Sie welche gesehen? Hallo, Excel. Stück Papier hängen im Falle da hinten. Falle ausgelöst durch klatschendes Geräusch. Also halten Füße trocken, Echse. Ah ja. Wie lange habe ich Zeit? I did it! Da ist er wieder. Willkommen, Freunde! Wie reizend, euch zu sehen! Okay, wo ist das Gesicht? Das FBI hat dich also noch nicht erwischt? Ich überlege, ob ich einen neuen Geschäftszweig starte. Einen Lieferservice mit Drohnen. Patentiert von Trouser. Neue Tricks wurden direkt zur Tür des Kunden geliefert. Mitsamt eines professionellen Anleitungsvideos. Von mir selbst gefilmt. Was haltet ihr davon? Ich würde dir nicht mal zutrauen, Pizza zu liefern. Na, ich mag die Fledermaus immer noch nicht. Super, eure Unterstützung bedeutet mir viel. Nun denn,
Wollt ihr euch ansehen, was ich auf Lager habe? Echsenpeitsche. Gratis Versand. Mit diesem einfachen Manöver erreichst du viele Punkte. Endlich geht's weiter, Alter. Erste Wahl. Bist du sicher, dass du diesen Trick willst? Auf jeden Fall, ey. Der nächste Trick hat mir 3 Jahre in Folge die Auszeichnung als beste Verkaufsschlange des Jahres eingebracht. Wie kann man mit einem Trick eine Verkaufsauszeichnung gewinnen? Außer er ist so schlecht, dass du ihn jemand anderen abgedreht hast. Angedreht, meine ich. Sie haben meine tadellose Technik gewürdigt. Und du meinst wohl eher deine alberne Erscheinung. Immer noch uncool, Lele. Fahre fort, Torauser. Was hast du für uns? Mit der Echsenpeitsche kannst du unsere Echsenfreund bestimmte Griffpunkte festhalten, indem er sich auf sie ausrichtet und B drückst. Okay. So kann man über Kluften gelangen, die sich an der Umgebung festhalten und mehr. Klingt gut, wir werden zurückkommen, falls wir unsere Erinnerung auffrischen müssen. Sonarspringer. Ja, genau, das müsste das sein, was mir gefehlt hat. Ja, ich habe einfach den Eingang zur dritten Welt nicht gefunden. Passiert. Dieser Trick ist ein wenig fies. Verwende ihn nicht in der Nähe von Glas. Aha, ist das ein Hinweis? Erste Wahl, bist du sicher, dass du diesen Trick willst? Ja. Der nächste Trick ist ein wenig krass. Verwende ihn nicht in der Nähe von Glas. Oder Eis? Mit dem Sonarspringer kannst du einen verheerenden Überschallknall entfesseln, der alle nahen Feinde betäubt. Klingt dich übel, das stimmt mich einigermaßen optimistisch. Also, wie funktioniert es? Womi? Halte einfach LT und drücke Y, den Sonarspringer zu verwenden. Okay. Vielleicht solltest du auch noch ein paar Kopfschmerztabletten erwerben, denn dieser Trick geht ganz schön auf die Birne. Das war schon? Kommt bald wieder, bevor sich jemand die Sachen schnappt. Das war schon, ich hab dich leer gekauft, Junge, Alter. Das war schon, sagt er. War es schon? Dann bräuchst du... Ich habe versucht, ein Rohr kaputt zu machen. Wie klappt das mit diesen Hochspringen? Muss schon direkt hingucken, oder was? Ich weiß nicht, das ist nicht so. Komm mal.
Ja, ich weiß nicht. Also das mit der Zunge daran ziehen, ich weiß nicht. Fühlt sich jetzt nicht intuitiv an. Muss schnell gehen, ne? Ach ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Okay. Ja, stimmt. Wo oben diese eine Pagey drin ist. Ja. Jetzt weiß ich, was du meinst. Zurück, ne? Weil da am Eingang waren ja auch noch so eine Dinge. Geh doch. Ja, beim ersten Mal habe ich ja, wollte ich ja erst die Federn einsammeln. Zum Abkürzen. Okay. Muss ich testen. Ein Einkaufswagen. Gott, sieht der Scheiß aus. In Sim für Olli, weggeworfen und ungeliebt. Okay. Heißer Reifen. Hast du da Pidgeys in deinem Haufen Schrott? Schlutz. Das Einzige, was ihr in meinem Kopf findet, sind gebrochene Herzen und Verzweiflung. Sumpfmüll ist da auch noch. Sehe ich von hier. Was kannst du jetzt über dieses Labyrinth da vorne sagen, Olli? Schlutz, es ist furchtbar. Verschlungen und endlos. Und schlimmer noch, die Wände bewegen sich, damit Eindringlinge sich nicht den Pages am Ende holen können. Ah, Schlutz, ich bin noch immer interessiert. Nehmen Sie an? Ja. Hört sich nicht so schlimm an wie einige Sachen, die wir schon hinter uns haben. Wir versuchen es mal. Oh, Schlutz. Viel Glück. Leider gibt es für den armen Olli kein Licht am Ende des Labyrinths.
Okay. Okay. Okay, ist mal dieser Kacktext. Spiel immer schneller. Easy. 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 Und ich bin nicht einmal Game Over gegangen, wissen? Die da schon so rumstehen war. Warum denn nicht? Zu dir selber? Nee, ist jemand anders. Was geht, Echsenmann? Ich bin Wally. Gehört dir dieses Pilzfeld? Hi, Wally. Nein, das ist nicht unseres. Wir sind mehr im Pidgey-Geschäft. Super. Und das soll auch so bleiben. Dieses Level hier ist mein Revier. Ich baue in der Gegend leckere Pilze an und verkaufe sie auf dem Bauernmarkt. Ich liebe Bauernmärkte. Die hohen Preise halten die Pöbel fern. Ganz recht. Könntet ihr beiden mir wohl helfen, dieses Pilzfeld zu vernichten? Es gehört mir und ich bin mir sicher, dass es in einem dieser pilzgoldenen Funkeln hat. Goldenes Funkeln hört sich super an. Wir sind dabei. Alles, um diese nervige Stimme los zum Schweigen zu bringen. Prima. Denkt daran, solange welche übrig sind, wachsen sie nach. Es muss einen Weg geben, sie alle auf einmal loszuwerden. Easy. Krass, Leute, kommt hier rüber. Ich habe eine Belohnung für euch, die ihr nicht ablehnen könnt.
dufte, ihr habt alle Pilze zerschreddert. Ja, und keine goldene Beute weit und breit. Was soll das? Ich dachte, das wäre dein Feld. Bleib locker, Fledermaus-Lady. Das goldene Funken ist voll in meinem Korb hier gelandet. Ich zahle meine Schläger immer aus. Okay, wenn jemand fragt, wir waren nie hier. Kapische? Kapische? Ja, okay. Energie, bla bla bla. Okay, Automat, Kuckuck. Schließe die Geschichte. Dann mal alle Pidgeys. Sammle 15 Ghost Rider. Besiege 10 Unterwasserfeinde. Oh, das müssen wir vielleicht auch mal langsam machen. Sammle 10 Ghost Rider. Okay. Unterwasserfeinde besiegen. Flammenwerfer? Nee, so hat er mal leider nicht. Zumindest habe ich hier keine Feuerfrucht, um diesen Flammenwerfer zu machen. Ein Mafia-Einkaufswagen. Ja, Kapische? Achso, hier war der Geist drauf, ne? So, hier haben wir das Rätsel gemacht, aber hier hinten waren wir noch nicht dran. Oder draußen. Noch. Oh, man darf da rein. Ich höre ein Pidgey. Na? Nee. Hasta mi gente, bis gleich.
Dahinter? Auch nicht. Na, sowas. Was haben wir denn hier gespannt? Ein Totenschädel. War das der Piratenschatz? Shortcut, sehr schön. Junge. Na, wer pfeift denn hier eigentlich die ganze Zeit? Oh, da drüben haben wir eine Spielmünze. Nice. Na, ist alles so weit weg, glaube ich. Okay, wer hat jetzt hier rumgepfiffen? Die Münze? Hat die rumgepfiffen? Ich jetzt den Geist endlich holen? Wieso so ein nah Ding? Ach du Scheiße.
Ach du Scheiße. Den kriege ich einfach so. Mal ausprobieren, wo ist denn der Geist? Shortcut? Mal gucken.